Einen wunderschönen guten Tag und willkommen ganz normal zu ungeschnitten Minecraft Survival Games. Die Special-Woche ist vorbei und jetzt heißt es für uns wieder Dienstag, Donnerstag und Freitag ganz normale Runden Minecraft Survival Games spielen. Und ich bin leicht verschnupft, falls ihr das vielleicht hört. Mir geht's nicht ganz so gut heute. Aber, müssen trotzdem jetzt mal schauen, dass wir trotzdem aufnehmen. Geht ja nicht anders, muss man ja machen. Ich wollte mal für Dry Moon Valley. Wir schauen gleich mal auf unsere Top 10 Liste, einfach mal um zu sehen, wie es da so aussieht. Müssen wir auch wieder ein bisschen uns drum kümmern. Wir haben hier noch genug Zeit, noch über 60 Sekunden, also 70, um genau zu sein. Und wir wollen mal das Jump'n'Run schon mal hier perfekt absolvieren. Oh, genau so. Einfach, um das schon mal hier zu schaffen. Ne? Eine weitere Sache abhaken. Aber warum bin ich denn so doof und verraff das dann? Ich muss doch einfach nur relativ spät abspringen. Mehr muss ich doch gar nicht tun. So, 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 so. Nein, es war... Oh, wow. Es war ganz schön knapp. Okay. Nein! Mann, ey. Ich raff's einfach nicht. Das ist ein bisschen scheiße alles hier. So. Ja, jetzt lübt's aber. Jetzt lübt's. Komm schon. Bleibt hier unten stehen, ganz klar. Bleibt da mal stehen. Nein. Oh, knapp. Oh nein. Oh Mann, ey. Ich dachte, ich schaffe das irgendwie jetzt vielleicht. Aber nein. Ups. 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 Oh, der war... Ja. Alles klar, Leute. Das wird noch ein hartes Unterfangen, das wir hier machen müssen. Aber wir wollen Unknown Map gewinnt, also wahrscheinlich Fire Games. Wir wollen aber mal schauen, dass wir hier in der Zukunft heute in der Zukunft, in den nächsten drei Runden, auf jeden Fall das Ding schaffen, unseren Goldapfel. Also Goldäpfel immer schön mitnehmen, liebe Kinder. Ganz wichtig, Vitamin B, Vitamin C und Goldäpfel. Ganz wichtig. Wer jetzt denkt, so geil, jetzt ist der Stress für mich vorbei. Jetzt muss ich ja nur noch dreimal die Woche aufnehmen. Nee. Der Stress geht für mich pur weiter, denn erstmal Top 10 Liste. Also, ne, ihr seht hier das volle Dingens, ne, die volle Breite an Aufgaben. Zurück. So, und diese Woche sind Jody und ich auf dem Oktoberfest. Ab Donnerstag geht es für uns, gesponsert durch Playtimes, unserem Netzwerkpartner, geht es aufs Oktoberfest. Und das heißt für mich, ich muss schauen, dass ich doch wieder relativ viel aufnehme. Also ich muss die ganzen ungeschnittenen Folgen bis Mittwoch abschließen und vollenden. Nicht ganz so geil. Warum laufe ich nicht zur Mitte? Einfach, weil ich die Mitte nicht brauche in dem Fall, weil ich hier einfach die Truhen in der Bank für mich haben werde, dann hoffentlich ganz alleine. Allein, hier ist keine Truhe, alles klar. Wenn hier keine Truhe ist, ist da hinten aber eine Truhe, das weiß ich schon. Und ich brauche hier auf jeden Fall Essen. Essen wäre ziemlich geil, denn ansonsten kann ich nicht mehr raggen, wenn ich gleich da unten runterspringe. Hatten wir schon mal das Phänomen. Deswegen in einer Truhe muss irgendwas zu eaten drin sein. Eaten. Aber es kommt gerade echt niemand, weil den Trick, den kennt irgendwie auch noch niemand so wirklich. Habe ich so im Gefühl. Den kennt einfach niemand. Deswegen laufen wir hier immer schön ran, rumram. Ja, komm, das ist besser als gar nichts. Da gehe ich auch nochmal eben lang kurz. Sups. Ups. Ja, komm. Na, nimmst du schon mit. Eventuell haben wir Glück. Wir warten nochmal ab, bis wir noch eine andere Truhe hier finden. Aber das reicht zum Raggen. Ja, okay. Den Kopf nehmen wir nochmal eben mit. Da haben wir schon eine bessere Brustpanzer. Und Gold hatten wir ja auch gerade schon dabei. Jetzt haben wir schon drei Herzen weniger. Ja, das ist halt... Das ist... Oh ja, gut. Ich muss essen. Zweimal. Einmal. Und zweimal. Zum Raggen halt. Okay. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht so viel an Leben. Hauptsache, ich kann raggen. Komm! Rag dich. Snack dich. Rag dich. Snack dich. Da kommen zwei Leute. Aufpassen. Schnell! Kommt jemand an. Wir müssen schnell unseren Loot hier ergreifen. Oh.
Aber die kam, glaube ich, nicht hierhin, ne? Wir müssen mal ein bisschen hinhören. Aber nee, die kommen nicht hierhin. Alles klar, gut. Hier nochmal eben. So. Ja, das ist natürlich schon... Es ist kein Gescheit, es ist alles vollkommen legitim, was ich hier mache. Halt die Bank ausrauben und so. Alles vollkommen legitim, auch im echten Leben. Alles legitim. Gut. Wir haben keine Stickies, keine Angel. Ganz so zufrieden bin ich nicht mit dem Loot, der hier drin war. Haben mich alle Truhen jetzt durch? Ja, ne? Ja. Aber wir haben zwei Eisenbarren, das ist doch schon mal etwas. So. Dann müssen wir gucken, dass wir hier herunterkommen. Herunterfallen, herunterkommen. Hauptsache irgendwas. Und das Lustige ist, gleich stehen die ganzen Leute an der Bank und warten, bis die aufmacht. Und dann ist schon alles leer. Weil der Dom einfach so cool ist und alles schon gelehrt hat. Ist das nicht hervorragend? Ja, wahrscheinlich schon. So, wir gehen jetzt mal Richtung Verzauberungshaus. Wir haben eine Flasche schon bekommen. Können wir... sind das auch alles Truhen? Nee, ne, irgendwie nicht. Das da oben sind keine Truhen anscheinend. Ich wollte es nur mal schauen, weil ansonsten wären es auch ziemlich viele Truhen, die hier sind und die es hier gibt. Aber anscheinend sind nicht alles brauchbare Truhen. Essen haben wir genug. Wir haben den Danny dabei. Den Danny kenne ich. Ich weiß nicht woher, aber Danny H. kenne ich. Danny kenne ich. Danny Kenny. Danny Kenny. So. Da. Ups. Okay, das ist jetzt gefangen. Das heißt, er ist auch schnell tot. Wir haben ja ein paar coole Stuff-Sachen bekommen. Ein Logo unter anderem. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg, bevor ich tot bin. Und da bin ich tot. Ja, Surprise, Surprise. Überraschung, Überraschung. War nicht ganz so geil. Aber nun gut. Weiter. Nach vorne schauen. Nicht verzagen. Geh mal hier rein. Ja. Was soll man machen? Ich wollte nur eben ganz schnell meine Sachen anziehen. Aber da merkt man mal wieder, dass man Sachen austauschen nicht irgendwo machen soll, wo eine Ecke ist oder wo man hineingeschlagen werden kann. Das bringt's einfach nicht. Das ist nicht gut. Wie man gerade gesehen hat, also immer, das werde ich mir auch für die Zukunft merken müssen, gerade nach jetzt, werde ich mir merken müssen, dass ich einfach Sachen, wenn ich die anziehen möchte oder gerade jemanden down habe, dass ich dann einfach erstmal weglaufe auf einem offenen Feld oder so, einfach um dann nicht gegen die Wand zu fliegen. Also hat man gemerkt, ich hab ihm zwar noch ordentlich mitgegeben, dem Typen, aber er hatte halt schon halb Iron. Was natürlich dann in dem Fall für mich auch schon das Ende war. Aber ich hatte gut Iron. Er hatte gut Iron, natürlich, andersrum so rum. Er hatte gut Iron. Wir nicht. Er hat uns dann zwei Hits gegeben, den ersten auf jeden Fall. Und dann hatten wir schon halbes Leben. Ich wollte erstmal irgendwie wegkommen davon. Irgendwie davon da rauskommen. Und weglaufen, aber nein, da bekomme ich noch einen Schlag und war tot. Passiert halt so. Kann jedem passieren. Unsere Records, ja, guck mal, wir haben 96.900 Punkte. Wir haben ordentlich viele Punkte verloren. Wir waren letzte Folge nicht, aber wir waren schon mal auf 37.000, ne? Also von daher, aber es ist mir eh alles egal mit den Punkten und so weiter und so fort. Nur um euch immer so ein kleines Update zu geben, wie die Punkte aussehen, da die meisten von euch das doch interessiert. Aber nun gut, so Sachen passieren auch, ne? Es ist auch mal ganz schön, einfach mal sowas zu zeigen, damit ihr auch dann oder ich euch das sagen kann, was ich hätte besser machen können. Und da weiß man einfach, okay, ich war nicht ganz so clever. Aber nun gut. Abhaken, zweite Runde, Dryborn Valhay. Dryborn Van Halen. Die Angel ist meine dieses Mal. Diesmal ist die Angel meine. Aber ein Schwert hätte ich ganz gerne. Aber mir folgt gerade niemand. Niemand auf dem Way to Harrison Ford. Oh, geil. Ja, die Rüstung sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt noch ein Schwert. Dann bin ich eigentlich schon so gut wie glücklich. Werden wir wahrscheinlich bekommen hier gleich irgendwo. Und, ja. Ja, ich mache nochmal ganz gerne den Aufruf. Habe ich auch schon in der letzten Folge gemacht. Ich suche Leute, die mir ups, da höre ich jemanden hin ankommen, der mir meinen Skin karikatiert, wollte ich gerade sagen. Der mir eine Karikatur
aus meinem Skin macht oder halt einfach eine Zeichnung. Also, dass es nicht mehr ganz so nach Minecraft aussieht, sondern wirklich schon so eine Art Zeichnung von meinem, von meinem Skin. Fände ich ziemlich geil. Ein paar haben auch schon gesagt, sie machen das. Ich hoffe, das machen sie auch. Und ich suche mir dann einen richtig, also das, was ich am schönsten finde, suche ich mir dann raus. Und das wird dann einfach ein Element in den Thumbnails, die halt dann so, ja, in den Folgen kommen. Also so dauerhaft, mehr oder weniger. Die dauerhaft dann in die Thumbnails eingesetzt werden. Irgendwie so. Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich brauche halt irgendwie, ich hätte ganz gerne meinen Skin als, auch als Thumbnail oder im Thumbnail, aber halt nicht das Minecraft-Figürchen, sondern dann doch schon lieber irgendwas Geiles, weißt du, so eine richtig geile Karikatur. Und, wenn es halt irgendjemanden gibt, der das cool machen kann, soll das bitte mal machen. Einfach mal irgendwie zeichnen und mir dann schicken, also einscannen oder halt, wenn der schon sofort am PC macht, dann einfach, naja, dann einfach schicken, hochladen irgendwo. Erstmal reicht es ja als JPEG. Mir schicken. Per Privatnachricht oder so. Und dann können wir Kontakt aufnehmen, wenn ich damit zufrieden bin oder wenn ich das richtig geil finde. Und dann können wir dann irgendwie nochmal eine PSD austauschen oder halt irgendwie ein PDF oder was weiß ich. Irgendwie halt ein eingescanntes Bild oder so. Und hier war schon jemand. Die Schweine habe ich gar nicht getötet, ne? Fällt mir gerade so ein. Egal, heute mal ohne Schweine. Naja, vielleicht kann man dann ja sogar ein bisschen zusammenarbeiten. Fände ich auch ziemlich cool, einfach wenn es Leute gibt, die Bock am Zeichnen haben und Bock darauf haben, dass ihre Zeichnungen halt einfach irgendwie, dann verwendet werden. Oder wenn ich dann halt irgendwie sage, ey, ich brauche für mein neues Thumbnail irgendwie, ein Haus, das gerade einstürzt oder so. Dass ich denjenigen fragen kann und der mir dann halt sagt, okay, komm, hier, hast du das Thumbnail, mache ich dir bis Mittwoch oder so. Wäre schon irgendwie ganz nice, wenn ich so jemanden hätte, so eine Art Designer einfach, weißt du? So eine Art Designer für die Minecraft-Episoden, für die Thumbnails für Minecraft, einfach um ab Folge 100 so einen anderen Weg einzuschlagen. Ne, immer so ein bisschen was Neues machen, immer anders, immer besser, immer professioneller auch vor allem werden und ich kann halt nicht zeichnen, deswegen muss ich mir Leute suchen, die das können. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr Bock habt oder so, schickt mir eine Zeichnung von meinem, von meinem Skin. Also nur wenn ihr Bock habt, ne, ihr müsst es ja nicht, das ist ja kein Zwang oder so. Ne, Leute, die Bock haben, können es gerne machen und wenn nicht, dann halt nicht. So. Ich gehe jetzt hier runter ohne Hühnchen, weil bringen mir eh nichts die Hühnchen. Ich habe eh ja hier gerade nicht so. Aber ich gehe lieber mal woanders lang. Und zwar gehe ich mal lieber hier lang. Weil das ist mir doch der sicherere Weg. Sicherere Weg. Oh ja, gut, das ist der sicherere Weg. Aua. Ja, mit 3 Herzen komme ich unten wieder an. Läuft. Ohne Verzauberung dieses Mal. Es ist selten, dass wir keine Verzauberung haben bei Drybone Valley, aber ich bin irgendwie gerade noch ein bisschen neben der Spur anscheinend. Die Erkältung, der Kopf macht mir doch ordentlich zu schaffen und Leute, ich muss wieder so viel aufnehmen, ne? Ich muss noch FIFA ganz viel aufnehmen. Ich muss noch Ungeschnitten aufnehmen, dann. Also, ich werde Ungeschnitten für Donnerstag und für Sonntag auch schon voraufnehmen müssen. Wie gesagt, werde ich wahrscheinlich dann morgen machen, am Mittwoch oder so. Das heißt, ich werde auch wenig eingehen können auf eure Kommentare, auf irgendwie Sachen und ich werde auch wieder mal Scheiße labern, ganz, ganz viel, weil ich mir keine Themen ausdecken kann, keine 50 Themen. Sups, geht er doch ran. Perfekt, ein Goldbarren. Aber wir hatten eben auch einen Goldbarren, ne? Schade. Ja, komm. Mann, ey, das regt mich eben auf, ich da gestorben bin an diesem Eisentypen-Typen. Eisentypen-Typen. Diesen Fritze. Ich will Fritze wieder einführen, ich mag Fritze. Ich will Fritze wieder einführen. Fritze, 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 Fritze. Ich mag meinen Fritze. Da oben ist jemand. Und Fritze ist da oben. Hey, Fritze. Hallo. Hallo, Fritze. Komm runter. Ah, ich gehe nach oben. Komm. Wenn du nicht nach unten kommst, muss ich nach oben kommen. Oh ja! Ich wusste, er wird jetzt springen. Und er springt auch nicht gerade. Oh, ja gut. Das war natürlich jetzt dann... Wusste ich nicht. Kann ich ja nicht ahnen.
Und abdrängen, schön abdrängen nach außen und jetzt ihm eine reinwürgen. Noch einmal abdrängen ein bisschen und hab's. Okay. Oh, er hat sogar Eisenschuhe gehabt. So und so und so. Jetzt gehen wir nochmal in die Stadt rein, holen uns da nochmal die Dingens da, ne? Die Dingens da. Wir haben zwei Eisenbahnen, haben wir Stickcase. Nein. Keine Sticks, aber hier gibt es bei Dry Bone Valley gibt es doch irgendwo Holz, ne? Irgendwo im Indianerdorf gibt es Holz, das man abfarmen kann. Ich weiß nur nicht genau wo, deswegen hilft mir das gerade nicht weiter, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Da liegt ein Kuchen, den machen wir mal kaputt, weil wir brauchen den nicht. Die haben einen eigenen und wir wollen ja keinem einen Vorteil geben. Irgendwann. Die Sachen hier sind abgefarmt. Nein, sind sie nicht. Irgendjemand geht hier rein, aber farmt die Sachen nicht ab. Ups. Ups. So. Und 8 Schiebels noch. Geht schon fast zugrunde hier die Runde. Fast zugrunde die Runde. Und meine Glocken draußen läuten. Zum allerersten Mal höre ich meine Glocken. So während des Spielens. Glocken, Glocken, Glocken. Glocken entzücken. Ja, das nervt die ganzen Leute nervt das voll, ey. Den ganzen Leuten nervt das voll, wenn ich immer im Teamspeak bin und meine Glocken anfangen zu glocken. Hallo? Was ist hier denn? Wie die immer durchglitschen dann, ne? So, ich schlage die. Ja, du Teammate hier von dem Mädel hier. Müsste gerne mal hier mit ihr... Alter. Ja. Aber den Pfeil nehme ich jetzt gerne noch mal auf. Ups. Ja, komm her. So. Ja, ich esse kurz, weil es mir gegönnt ist. So, und ich bin eben fertig hier, du mit deinem... Aua. Ja, komm. Jetzt kann ich mir wirklich welche reinwürgen, weil ich gerade nicht... weggehen konnte. Ich habe aber keinen Bogen, ne? Ah, komm schon. Ja, jetzt kann ich mir... Vielleicht will ich noch einen reinwürgen. Ne, macht er aber nicht. Ja, komm, den haben wir gleich down. Perfekt. Kurz den Eisenharnisch nehmen. Ja. Kurz ist gut, ne? Kurz den Eisenharnisch nehmen ist sehr gut. Ne, das behalte ich hier. Alter, ich stehe genau auf dem Eisenharnisch, ne? Haben wir Stickies? Ja, wir haben Stickies, wunderbar. Gab es hier noch irgendwas von Wichtigkeit? Erstmal den Typen hier killen. Dass hier gerade ein Eisenschwert macht oder so. Ja, aber den machen wir ordentlich fertig. Oh, den machen wir ordentlich fertig. Oh, Alter. Habe ich gar nicht gesehen, den Typen gerade. Eins. Yo, gib mir mal eben aus einer Range von 80 Blöcken einen Schlag mit. Ganz klar, gönn dir, ey. So, der ist nochmal down. Ja, und du bist auch gleich down. Wollt's ja nicht anders. Kurz mal eben hier so machen. Ja, ich hasse diesen scheiß Bugs hier, ne? Die sind so schlimm, ey. Do the chest refill. Ne, ist zu spät. Es gibt schon Deathmatch. Da gibt's keinen chest refill mehr. Es sind zwei Zweier-Teams hier, ne? Oder ein Dreier-Team und ein Zweier-Team. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber haben wir gut gemeistert. Ist halt die Sache, wenn wir überrascht werden, dann sterben wir halt schnell, weil da kann man ja auch nichts machen. Was soll man denn machen, wenn wir überrascht werden und dann einfach den ersten Schlag bekommen und dann schon fast tot sind? So wie in der Runde eben, ne? Das ist dann halt scheiße. Aber so läuft es doch ganz gut, wenn wir dann auch... war da jemand? Wenn man einfach dann angreifen kann und sich vorbereiten kann. Aber den zweiten Team habe ich eben nicht gesehen. Aber alles Teams, ne? Alles scheiß Teams, ey. Oh, jetzt geht los. Okay. Der leckt ein bisschen. So, spring runter. Fall doch. Alter, fall doch. Gut, er fällt. Das ist das Team hier. Das Mädel und der Junge. Der Bub und das Mädel. Ja, komm. Spring mal runter hier. Was ist mit dir noch? Was ist mit dir? Leckt ein bisschen. Sie leckt ein bisschen hart. Alter, wie sie leckt, ey. Es kann ja nicht sein. Kauf dir mal besseres Internet, Mädel. Ernsthaft. Sandy Chicken. Es kommt, Hacker. 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 Du Hacker, du. Hacker, du. Du. Kakadudu. Kakadudu. Du.
Okay. Zweite Runde haben wir dann zum Glück doch noch erfolgreich beendet und auch gewonnen. Und, oh, da wollte ich nicht reingehen. Da sind nur drei Leute drin. Ja, ne? Kennt ihr ja das Problem mit den Uhrzeiten und so. Was? Dunkel? Wann ist es denn dunkel? Was? Ich mache Vote 3. Und, wir haben wieder nichts geschafft von der Liste. Ja, komm, jetzt machen wir hier Ball Drop and Runs. Ja, wann ist es denn dunkel in der Dingens? War es schon jemals dunkel? Ah, Mann, ey. Komm, Konzentration, ernsthaft. Aber es leckt halt, wenn so viele Leute hier drin sind, ne? Und ich werde auch nicht diesen Bug ausnutzen, einfach dann morgens reingehen in eine Runde, wo niemand drin ist, ob man 200 Sekunden warten muss, um das Jump'n'Run dann zu schaffen, um es schaffen zu können. Werde ich nicht machen, weil es ist ja ein bisschen Gescheite. Gescheite? Genauso wenig, wie ich diese Truhen, die ohne Truhen eine Runde gewinnen, ohne Truhen öffnen eine Runde gewinnen, werde ich auch nicht machen, mit einem Partner, der mir Sachen zugeben kann, weil er wäre ja auch Gescheite, mehr oder weniger. Damn. Can you please rejoin? Nein, kann ich leider nicht. Pet Poo, aber du hast 6000 Punkte, alles klar. I know Bescheid. Alter, ja komm, ist eh vorbei. Damn. Ich hoffe, wir spielen Survival Games 6, wäre mir sehr lieb. Survival Games 6 wäre mir sehr lieb. Und wunderbar. Ja, ich werde auch schauen, dass ich die anderen beiden Aufnahmen für Donnerstag und für Sonntag muss ich wieder so ein bisschen später spielen, beziehungsweise so ein bisschen in der Primetime. Ich finde es auch immer gut, wenn man so ein bisschen im Wechsel so spielen kann. Einmal halt ein bisschen mehr morgens, wo man ein bisschen mehr labern kann und wo man auch ein bisschen mehr Tricks verbreiten kann. Eigentlich ist es mir egal, ob ich morgens oder mittags spiele. Die Gegner bleiben ja alle gleich. Sie werden ja nicht pro Runde stärker, auch wenn... Es sind halt mehr Premium-Leute dann da drin, aber heißt ja nicht, dass Premium-Leute auch gleich richtig gut sind. Nee? Und also deswegen ist eigentlich egal, morgens, mittags, abends ist eigentlich vollkommen egal, denn die Leute sind immer eigentlich dieselben. Aber es fühlt sich doch ein bisschen härter an, weil gerade die Premium-Leute wissen halt mehr, wo die Truhen sind. Aber ne, Truhen finden heißt ja nicht gleich Skill. Hallo? Warum haben manche Leute ein Headset als Dingens, als Kopf dann, also so, ne? Warum? Ich gehe doch auch nicht mit Headset da draußen und hab ein Headset auf. Okay, ich habe keinen Eulenkopf auf normalerweise, wenn ich da draußen gehe. So. Und tschüss. Da sind nur drei Sachen drin gewesen. Bisschen doof. Ups. Und weiter geht die Fahrt. Gehen wir eben hin. Komm, Sticks mitnehmen. Boah, das ist aber ganz gut gerade, ne? Ich komme relativ schnell voran. Den besten Lauf, den ich jemals hatte. So, alles mitnehmen. Da kommt auch schon jemand. 1 und 2. Einfach nur, um vorbereitet zu sein. Da ist eine Truhe. Habe ich nicht bekommen dann, ne? Ja gut, der bleibt sogar stehen. So. Und dann gehen wir unten rein. Ist auch schon unten reingegangen, aber das wird schon noch gut gehen. Ich hoffe, der snackt sich auch die Truhen gleich weg. Ja, der leckt natürlich nach hinten. Jetzt leckt er vollkommen. Ja klar, natürlich. Natürlich. Warum leggen denn Leute? Leute leggen. Oh ne, das liegt lieber raus hier. Kommt gerade aber niemand. Ja, den Harnisch können wir mal drin lassen für die anderen Typen, aber... Ich finde, sowas hier muss... Ups. So. Kommt niemand. Und hier hoch. Das nach vorne. Das einmal hier rein nochmal greifen. Hier einmal essen. So. Perfekt, dann geht's zum Strand. Wir sind ein bisschen spät dran. Jetzt doch dann tatsächlich... Der Start war sehr gut, aber dann haben wir uns doch noch ein bisschen länger aufhalten müssen mit dem Typen, der geleckt hat. Halt ein bisschen doof. Aber müssen wir jetzt mal schauen, dass wir trotzdem noch schnell zum Strand kommen und vielleicht in die Tour... Die Tour zu den Tattoos machen können, Richtung, ne? Zweites Schiff. Gerade sieht das safe aus. Wir haben schon gute Rüstung, wir haben Steinschwert, also wir haben nichts zu befürchten. Jetzt wäre noch ein Bogen. Sehr geil. Hier brauche ich nichts von. Ja, ich nehme nicht alles mit. Warum soll ich alles mitnehmen? Meine Güte. Was nehmen wir noch mit? So. Hier haben wir hier drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und hier drauf und... Ist das schon jemand? Ich glaube nicht, oder?
Ups, 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 und festhalten. Nach oben gehen. Nee. Hier ist no one. No one, no one, no one. Und jetzt können wir hier schön alles leeren. Oder auch nicht. Ich wusste ja, hier habe ich doch irgendjemanden gesehen, oder? Da ist der. Da ist jemand. Jemand hat meine Eisensachen oder so. Da ist der, okay, alles klar. Nein, komm du mal her. Oh ja! Und tot. Hast du Eisen gehabt für mich? 3 Eisen, alles klar, gut. Da ist der Bogen. Haben wir Stickies? Ja, haben wir auch. Kommt noch einer drauf gerade. Erstmal kurz. Ein Diamant. Ein Eisenharnisch. Was wir den jetzt haben, warte mal ganz kurz. Wir machen es mal anders. So, ups. So. Okay, die behalte ich mal lieber. Man weiß sie ja nie. So. So. Da ist der Diamant gewesen. Da ist der Eisenharnisch gewesen. Aber noch ein Eisenharnisch. Nochmal eben Sachen hier reinpacken. Den behalte ich mal. Beziehungsweise, ihr kennt den Trick ja mittlerweile. So und so einen neuen Harnisch. Wunderbar. Und dann packen wir hier den Rest rein. Nehmen wir die andere Truhe auch nochmal zum Auffüllen. Eben, das behalte ich mal. So. Gut. Ja, alles wunderbar. Haben wir doch was Gutes hier gemacht gerade. Machen wir uns kurz ein Eisenschwert. Eventuell auch noch ein Dia-Schwert. Aber das Dia-Schwert würde ich mir jetzt mal nicht machen. Denn eventuell haben wir Glück und wir bekommen noch einen Refill oder so. Oder generell noch ein paar Diamanten. Können uns einen Dia-Harnisch craften. Wäre doch mal ganz geil, wenn wir das langsam schaffen würden. Und dieses scheiß Lied, ne? Badum. Den da würde ich jetzt gerne noch bekommen, weil, aus folgendem Grunde, er könnte vielleicht ein Dia haben. Wir haben 12 Pfeile, also wir sind ziemlich OP ausgerüstet. Ah, da haben wir ihm keinen Quit geben können, leider. Naja, leg du mal dein CNC dahin. Alter, da gibt der mir mal eben volle Kanone hier. Nee, kein Dia. Schade, schade, schade. So, einmal. 8 Punkte für den bekommen. Ich stell mich kurz mal hier hin. Selbst wenn ich reingeschlagen werden sollte, macht das nichts. Meine Stimme lässt gerade nach. Okay, alles safe noch. Komm, die brauchen wir nicht mehr. So und so. Gut. Wir haben 3 Goldbarren. Wir bräuchten also noch ein paar. Haben wir einen Apfel? Haben wir auch. Wunderbar. Komm, 5 Eisenbarren. Ach, für immer Eisenbarren, ne? 5 Goldbarren noch. Den lasse ich mal kommen. Du sollst kommen. Nein, kein Team. Nein, du sollst kommen. Oh, ja, klar. Was denn? Und ich drehe mich wieder um meinen Gegner herum wie ein Fuchs. 4, gut. 2 Diamanten, gut. Gut. Ja, mal schauen. Noch 7 Tribals, aber leider. Ja, wird knapp. Das wird knapp. Ob wir da irgendwie was reißen werden jetzt? Na, im Sinne von der Top 10, ich weiß es nicht. Mal schauen. So. 4 brauchen wir noch. 4 Goldbarren. Vielleicht ist hier die Tattoo noch nicht leer, dann vielleicht bekommen wir noch einen Diamant oder so. Doch, die ist schon leer. Schade. Ah, Manu, gib mir mal einen, wir können dann mal nach oben gehen zur Dingens, ne? Zur Farm. Zu den Tattoos. Ansonsten können wir hier nochmal nach oben gehen in die Mine rein. Könnten wir auch noch machen. Da könnten wir zumindest auch noch ein paar, Truhen finden, aber ich werde mal schauen, dass ich erstmal jetzt zu den Tattoos komme. Da ist auch oftmals Gold drin. Fuck. Gib mir doch ein bisschen Gold, Alter. Gib mir Gold. Mann, ey, ich möchte jetzt gerne Gold haben. Wer will das nicht, ne? aber... Ich will es wirklich haben.
hab das Zeug dazu, Superstar zu werden. Ich hab das Zeug dazu, ich will Superstar werden. Warum? Ja, weil ich das Zeug dazu habe. Das Zeug, hast du nicht gehört? Das Zeug habe ich dazu, ey. Ja, kommt schon, ey. Macht mal hier. Komm, Tattoos. Spannung. Vor den Tattoos. Da ist niemand drin. Okay, dann gehen wir mal dahin. Und 6 Tribals. Och, Mann, ey. Nein. Schwillnisch. Schwillige Tattoos haben. Und noch ein Apfel. Komm. Gönnen wir uns mal. Ah, haben wir schon. Ups. Ja, der Diamantharnisch, der wird schon noch, geil, 2 Eisenbarren, ja. Der, Diamantharnisch wird noch eine Sache für sich, das wird noch ordentlich schwer. Das könnt ihr mir mal glauben, es wird noch ordentlich schwer, aber ich glaube, wir schaffen es nicht mehr, jetzt noch 6 Diamanten zu bekommen. Deswegen, ja, schaffen wir nicht mehr. 5 Tribals noch, nee, ist gelaufen. Deswegen mache ich mir mal eben ein Diamantschwert. Für die Arena. Da sind wir auch erstmal bedient. Level hätte ich auch schon haben können, wenn ich gewollt hätte. Da ist sogar schon jemand. Okay. Das sah sehr schön aus. Okay, Arena. Und wir machen hier mal eben zu. Kommt niemand. Hier sind auch Tierzus übrigens. Da, hier unter anderem eine Eisenhose. Ach, Quatsch. Und? Eine Erfahrung. Und nichts drin. Was? Ist es leer? Nein, kann nicht sein. Ah. Ja, kommt nur sehr spät, geht's auf. Warum auch immer. Ab und an hängt es, leckt es ein bisschen. Ne, komm. Deathmatch, dritte Runde. Endlich wieder 3 Runden gespielt. Eine verkackt, 2... Glaube ich ganz gut. Ich glaube, die Runde gewinnen wir auch. Also dann ist es ein Dreier-Team. Aber selbst dann sollten wir gewinnen. Weil wir ziemlich wenig einstecken. Wir haben Kuchen. Wir haben 3 von den, Jo, klar. Gönn dir echt mal, Alter. Wieder sich sofort... Das ist wirklich ein Team. Alles klar. Naja, kommt. Jo. Erstmal muss der down gehen hier. Ist wirklich ein Dreier-Team, oder? Kann es sein? Hab ich gar nicht so falsch gelegen. Ja, dir möchte ich noch einen mitgeben. Weil, damit ich deine Punkte bekomme, falls du unterspringen solltest. Komm hier, gönnen wir nochmal. Ah, komm schon. Ja, er springt da gleich. Na? Oh, da ist er stehen. Oh. Werden die Pfeile irgendwie abgeblockt? Guck mal, die fliegen ganz kurz, aber gehen dann relativ weit. Ja, komm, ich geh jetzt drauf. Das ist mir auch zu doof hier, das Ganze. So. Und tot. Ja, 3 Runden gespielt, 2 gewonnen, 1 leider verloren, weil wir überrascht worden sind. Ja, harte Woche für mich zum Aufnehmen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder zur nächsten Episode. Und dann sind wir auch schon fast auf dem Oktoberfest. Und ja, dann schauen wir einfach mal, dass ich ein bisschen voraufnehmen werde bis Sonntag. Und dann ab nächste Woche Dienstag auch wieder dann quasi die Kommentare mir durchlesen kann, was so passiert ist. Und dann vielleicht ein bisschen wieder auf euch eingehen kann. War ja in den letzten Wochen nicht ganz so, dass ich so viel eingehen konnte auf euch. Machen wir aber und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt, ungeschnitten Minecraft Survival Games mit dem Dom. Und dann sehen wir uns wieder. Und auch wieder mit einer anderen Anmoderation ab der nächsten Folge. Ich werde nochmal gucken, welche Anmoderation ich da nicht hatte und dann machen wir eine Anmoderation. Okay, bis dann, hauen Sie rein, tschüss!